Mein Name ist Liam Haberl und ich maturiere derzeit am Borgstraßweilchen. Normalerweise wird Kindern nach der Geburt ein Geschlecht zugewiesen, welches sie meist auch ein Leben lang beibehalten. Jedoch gibt es auch Menschen, die sich mit einem anderen Geschlecht, welches nicht ihrer Biologie entspricht, besser identifizieren können und somit unter den Oberbegriff Transgender fallen. Ich selbst durfte die Transition und die damit verbundenen Schwierigkeiten im schulischen und alltäglichen Leben meines besten Freundes miterleben und wurde dadurch inspiriert, nicht nur mich selbst, sondern auch andere besser und mehr tiefgründiger über die Trans-Thematik zu informieren und aufzuklären. Denn das ist die Basis für eine offenere, aufgeklärtere und diversere Gesellschaft in unserer Zukunft. Meine VWA behandelt somit nicht nur die soziale, rechtliche und medizinische Transition vom biologischen Geburtsgeschlecht hin zum gelebten Wunschgeschlecht, sondern auch die damit verbundenen Schwierigkeiten, denen sich Transpersonen vor allem in der Schule täglich stellen müssen. Um vielleicht den Herausforderungen zumindest im schulischen Rahmen etwas entgegenzuwirken, habe ich auch einen Leitfaden für PädagogInnen für den Umgang mit TransschülerInnen erstellt. Für praxisbezogene und aktuelle Informationen und Beispiele habe ich ein Expertinneninterview mit Neuropsychologin Frau Dr. Ulrike Kippmann geführt, welche selbst in der Genderforschung tätig ist und mir somit die perfekte wissenschaftliche Grundlage für meine Arbeit liefern konnte.